Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir haben hier so eine Art, ich sage jetzt mal blöd, Bohrinsel gefunden. Das ist keine richtige Bohrinsel, sondern scheinbar eher mehr so ein Labor, oder wie? Oder eine Station. Und ich möchte darüber, und ich glaube mit Sprint könnte ich es vielleicht schaffen. Ich hoffe es. Drückt mir mal die Daumen. Und, Heureka! Jawohl! Ah, fast. Nochmal. Ist gar nicht so einfach. Zweimal springen wahrscheinlich. Hui. Ah, mit dem Sprint klappt das dann. Okay. Und nochmal. Hui. Jawohl. Na gut, ich muss ein bisschen üben. Hui. Jawohl. 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 Zocki hat's hinbekommen. Wahnsinn. Als Belohnung gibt's gleich mal einen Schrott. Okay. Also es waren hier mal definitiv Überlebende, aber ich fürchte, die sind jetzt nicht mehr so überleben. Die sind wahrscheinlich jetzt alle irgendwie ersoffen oder verhungert oder weiß der Teufel was. Nicht mehr da, wie es ausschaut. Das heißt, wir können alles mitnehmen, was wir hier finden, theoretisch. Was gar nicht mal so wenig ist. So, dann geht's hier nochmal rauf. Ui. So. Und wie es ausschaut, hier nochmal. Wupp. Okay, hier rüber. So, zack. Dann hier rüber. Wow. Oh, ruck. Jawohl. Jetzt sind wir schon ziemlich weit oben. Puh. So, mal schauen, was es hier so gibt, ne? Kisten, ein Haufen. Aha. Noch ein Hinweis. Ja. Okay. Wasagatan. Wasagatan, Leute? Koordinaten 7475. Aha, das können wir wahrscheinlich im Ding eingeben, ne? Ein Radiotower, den haben wir schon unten eingespeiert, wie es ausschaut, oder wie, ne? Und hier dann das hier. Okay, muss ich so weiter drücken, oder wie? Ach so, das ist der Hinweiszettel. Okay. Radiotower. Okay. 7445 dann als nächstes. Okay. Utopia. Aha. Aha. Und eine Kiste. Bauplan. Stirnlampe. Das ist ja cool. Und hier haben wir noch einen Hinweis. Alter Schwede. Aha. Hier, das hier, ne? Wenn du verstehen kannst, was du liest, ist das nicht das Ende. Mhm. Soll das hier ein Smiley sein, hier? Also wenn Leuten langweilig ist, ne? Hier, das ist so ein entsetzt Smiley, ne? Zwei Augen, die Augenbrauen, ja. Wir haben den Motor so hart und schnell wie möglich hochgejagt, aber ich glaube, er ist ausgebrannt. Wir haben es gerade noch bis zum Funkturm geschafft. Owl sagt, das Boot ist unbrauchbar. Doch ich kann es reparieren. Sie sind uns wahrscheinlich weit voraus, aber ich denke, sie sind auf dem Weg nach Selene. Ich will das nur an einem Ort lassen, an dem es jemand finden kann. Wir haben das nicht verursacht, aber wir haben verdammt gut geholfen. Und bei Gott, wir werden versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir werden dort ankommen und wir werden den 12er und 24er abschalten und wir werden Sparrow zurückholen. Und dann werde ich sie vielleicht fragen, ob sie mit mir ausgeht und sie wird mich nicht derart komisch angucken, als ob ich diesmal verrückt wäre. Owl hat meinem Notizblock gefunden, aber ich habe ihn wiederbekommen. Ich muss ihn beim nächsten Mal besser verstecken. Dieser Marker macht es wirklich schwer, Dinge zu löschen, aber wir werden sie zurückbekommen, das müssen wir. Kuckuck! Ja. Er hat ein Schräubchen locker. Okay. Okay. Hier geht einmal gar nichts mehr. Und das mit der Stirnlampe ist ja ganz interessant. Wo fällt denn das eigentlich hin? Unter Essen glaube ich weniger. Forschertisch. Ah, Forschertisch könnte ich mir vorstellen, dass ich das erst lernen muss wegen Bauplan und so, ne? Gut. Das wär's dann, ne? Haben wir, glaube ich, alles gefunden.
Boah, ist jetzt dunkel geworden, hey. Ich muss hier mal weg. Das wäre halt auch cool, dass man mit dem Strom erzeugen könnte, ne? Wow. Huch, das war pure Absicht. Ich wollte nur mal testen, wie gut unsere Gelenke sind. So. Also Mahlzeit. Ja. Das wäre halt echt cool. Da können wir dann, wenn wir segeln, ne? Haben wir ein Windrad und das würde Strom produzieren. Das wäre echt cool, so einen Bauplan zu kriegen. Aber ich befürchte, so schnell wird das nix. Jo. Passt. Dann gehen wir zurück zu unserem Schiffchen. Aber ich muss noch was essen. Kann erlernt werden in Dingsbums Forscher, bla bla. Jawohl. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So. Theoretisch hätten wir alles, was wir brauchen. Das heißt, sie müssen nur noch mehr die Insel da unten drunten plündern. Ich werde jetzt mal pennen gehen. Oh, nein. Bisschen später. Zuerst bist du an der Reihe, du Mistviech. Und reparieren. Passt. So ungefähr. Gut. Forschertisch muss ich auch noch. Dann hier noch ein bisschen Glipper. Nanu. Jetzt. Schlafen gehen. Dann trinken vorher noch, bevor wir verdursten. Das wäre gescheit. So, müssen wir halt leider Gottes zwischendurch mal aufstehen und aufs Klo gehen, aber was soll man machen? Das ist halt so, wenn man vorm Schlafen gehen was sauft. Ja. Ist halt so. Also dann gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann wird es Zeit, dass wir den Haifisch ein bisschen ärgern. Aber zuvor werden wir das hier erforschen. Geht das nicht? Hä? Stirnlampe. Nützlich bei Erkundung dunkler Orte. Ja. Das soll jetzt hier eigentlich erforscht. Ach so, ist schon automatisch. Ach so, ich brauche eine Batterie. Die kann man herstellen. Das wäre jetzt da gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Da fehlt nur ein Kupferbahn, ist aber nicht schlimm. Das ist wieder eine Möwe am Fressen. Ich stich dich. Ich piekst dich, ich spür's. Langsam. So. Ich brauche Kupfer. Das war hier unten. So. Eine Batterie. Ich bin jetzt mal neugierig. Das will ich mal herstellen. So. Und? Hä? Habe ich vergessen, eine Batterie zu erforschen? Ich bin ja schlau. Lernen. Stirnlampe. Ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ach so, weil ich sie herstellen. Ach, wurscht. Egal, ich denke jetzt nicht weiter drüber nach. So, die Stirnlampe. Batterien und Seile brauche ich. Also noch eine Batterie herstellen. Hier. Nochmal Kunststoff und nochmal Kupfer. Also Kupfer. Dann kann ich gleich noch eine Batterie bauen. Baue ich gleich ein paar Batterien. Dann kann ich nämlich gleich unser Dingens da auch wieder aktivieren, unsere Bewässerungsanlage. Kunststoff. Einmal, zweimal. So. Habe ich jetzt noch was gebraucht? Noch mehr Kunststoff und Schrott. Ha. Den ich wahrscheinlich nicht habe, weil ich sehr verschwenderisch bin. Ja, richtig. Das heißt, ich werde jetzt eine Batterie mal hier in die Bewässerung reinkloppen. So. Na nü. So. Dann bräuchte ich eine Flasche mit Süßwasser. Bäm.
Also auffüllen halt, so, ne? Dann könnte ich hier mal ernten. Zack, 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 zack. Dann könnte ich nochmal neu bepflanzen, eigentlich. Tack, 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 und tack, tack, tack. So. Da vorne könnte ich noch ein Kistel machen. Könnte ich eigentlich bauen, oder? Was braucht denn das? Planke und Seil. Das haben wir sicher irgendwo. Da haben wir schon mal eine Planke. Da haben wir ein Fässchen mit ein paar Planken. Das passt genau. Haben wir hier noch Planken zufällig? Da, das müsste auch passen. Seil kann ich herstellen. Oh, warte mal. So. Blattspann. Die muss ich auch noch wohin. Das kann ich da, weil hier, das kann ich da. Das lasse ich auch mal hier. Jo. Ja, ja, ich habe schon gemerkt, du hast Hunger. Tschüss. Mistviech. So. So, jetzt habe ich natürlich zu wenig Planken, weil ich das gebaut habe, aber ist wurscht. Wir haben hier noch was. Und ich glaube, das war's. Da drin in der Box haben wir auch noch was. Meine Güte, es gibt so viel zum Bauen, ne? Eigentlich. So. Nein, falsch. Hier. Oder? Habe ich gar keine Planke mehr? Habe ich die verbraucht? In der Tat. Die habe ich verbraucht. Okay. Upsi. Upsi. Ist auch wurscht, oder? Die lege ich mal kurz hier rein. Das mache ich so, das mache ich so. Ein Pech halt, ne? Ist jetzt halt ein bisschen ein Pech. Muss ich ein bisschen tauchen gehen, dann wird das schon. Vielleicht können wir dann auch gleich den Haifisch klatschen. Dann passt das. Ich gehe mal kurz mal unter Wasser, ne? Mal kurz schauen, hoppala, wo das Haifische ist. Ah, da geht's noch weiter. Schau mal, da unten. Yay, das habe ich, also abgesoffen, na Logo. Ist ja fast logisch, ne? Ist ja abgesoffen. So, warten auf den Hai. Da kommt er schon. Den pieksen wir gleich. Und, bäm. Jawohl. Mal Luft holen. Okay, das ist gut zu wissen. Da können wir weiter erkunden. Und zack. Haben wir ihn erwischt? Nein, er hat uns erwischt, ne? Super. So, wo ist er? Da kommt er gleich. Da schwimmt er. Jetzt kommt er. Und, zack. Jawohl. Sehr gut. Jetzt ist er hin. Sehr gut. Luft holen. Okay, die Taucherflasche geht noch einen Moment. So. Dann rüsten wir gleich mal hier unseren Dingsbums aus. Und schauen wir mal, ne? Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch einen Bauplan. Jetzt ist die Flasche hin. Nehmen wir gleich die neue. So. Ah, den kann man schon, den kann man noch so aufsammeln. Okay. Braucht man noch keinen Haken. Kiste. Jawohl. Mal kurz rausschwimmen. Luft holen und so. Das ist echt nicht schlecht. So, noch ein bisschen Luft holen. Komm. Jawohl, jetzt nochmal runter. Das ist echt nicht schlecht. Mal kurz hier reinschauen, ob ich hier alles habe. Aber ich glaube schon, ja, ja. Der Raum ist einmal fertig. Das ist echt nicht schlecht, muss man wirklich sagen. So. Hier kann ich vielleicht fast normal rein. Aha, hier haben wir eine Kiste. Scharnieren und Bolzen, das ist echt cool. So, kommt man hier fast nicht mehr. Aha, ein Aktenkoffer. Neue Notiz hinzugefügt. Okay.
Das hier? Der da, glaube ich, gell? 12. Dezember. Die schwimmen Haifischen. Also den Leuten ist echt langweilig. 2 Monate lang haben wir an diesen Reaktoren gearbeitet. 2 Monate Arbeit, um die Welt zu retten und ohne jemanden, dem wir unsere Geschichte erzählen können. Unsere Namen sind nicht wichtig. Sie gaben uns allen Spitznamen, nachdem dieser Vorarbeiter alles über das Testprojekt am Nordpol verraten hat. Als ob das einen Unterschied gemacht hätte. Verdammt, als ob einer von uns an dieser Stelle überhaupt einen Unterschied machen könnte. Sparrow war seit dem ersten Feld vorsichtig gewesen. Vor allem bei den Details, die verschönert worden waren. Anscheinend ist der Prototyp bei weitem nicht stabil. Es wurde nicht erwähnt, was mit dem chinesischen Team passiert ist, das vor uns lag. Ren wollte einer von ihnen sein, aber er lässt es nicht zu. Owen murmelte etwas über das Notkühlsystem, das schlampig aussah, was aber nicht die halbe Wahrheit war. Aber ich wusste es besser, als darüber zu quatschen. Ich meine, sie haben uns einen trockenen Ort gegeben, an dem wir arbeiten können. Gott weiß, dass es nicht viele von ihnen gibt. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es hier eigentlich der Weltuntergang sein soll. Ich habe wirklich gedacht, wir treiben einfach auf dem Ozean, damals, als ich Raft begonnen habe, ne? Oh mein Gott! Also, du kannst mich hier drinnen jetzt echt nicht erwischen. Das geht nicht. Ich bin da im Raum. Probieren tut das aber. Sackelpicker. Dreckshai, wirklich. Halt, war ich da jetzt schon drin? Ja, gell? Ja. Kiste und so. Gut, hier war der Aktenkoffer. Mehr ist hier scheinbar nicht versteckt. Ja. Aha. Der Kleine versucht uns hier zu beißen. Es gehört sich aber nicht. Ich will hier noch rein. Ah, da war ich schon. Okay, die Ebene haben wir also fertig. Okay, da kommt er. Au. Ja, das war jetzt echt fiesest angetäuscht. Und hier oben drin waren wir jetzt auch, ne? Ja. Ah, boah, da habe ich mich erschrocken. Okay, ich werde mal nach Hause gehen. Versuchen. Oh, ruck. So. Haha. Nix erwischt. Kackfisch. Trinken brauchen wir. So. So, zum Wohl. So. Salzwasser. Auffüllen. So. Ein bisschen Möwenfleisch. Okay. So, wegschmeißen tun wir das hier. Und die Geflügeldings heben wir auf. So. Gut. Dann schauen wir gleich wegen Essen. Ach so, kann ich hier noch was schmelzen? Noch nicht, ne? Was soll ich mit diesen Haikopf-Trophäen machen? So, und ich schmeiße jetzt weg. Echt. Brauche ich ja nicht so viel. So, lala. Essen. Da kann ich auch gleich die nächste Portion platzieren. So. Ein paar Blank noch dazu. Genau, hier auch noch. So. Dann Hähnchenfleisch. Ich lege es mal hier rein. Das haben wir jetzt eh gekocht. Glas, Batterie, Feta, Gemüse. Hoppala, kann man so vielleicht machen? So. Rüben werden gut wieder anbauen. Da habe ich echt nichts mehr. Ich nehme die jetzt mal alle mit. Auch hier werde ich vielleicht gleich mal 3 Kartoffeln anpflanzen. So. Haben wir jetzt vielleicht schon Eier? Die Feder ist sogar weg. Ich habe die nicht aufgehoben. Wie schauen wir da Rüben aus? Auch kein Ei noch wahrscheinlich. Da sind auch alle Federn weg. Hä? Ist das normal? Ich habe keine Ahnung. So. Schüssel. Nanu. Komm her. Und Kartoffeln 2.
So. Also die Schüssel, Mahlzeit und gleich einmal zweimal und hier auch nochmal einmal zweimal. Komm und kochen. So. Dann wieder runter. Hü, hüpf. Und gleich anpflanzen wieder. Gleich ernten. Hoppala. Ich soll die Frucht wechseln. So. So, dass wir wieder Rüben haben. So. Genau. Und den Rest machen wir Karotten, sage ich immer. Kartoffeln. So. Kartoffeln. Mit K. Willst du wieder mein Floß essen? Du Viech. Ich pick's dich. Warte, komm her. Und zack. Ah, verdammt. Ich dachte, das geht sich wunderprächtig aus. Nix da. Mist. Naja. Ein Versuch war es ja wert. Das war nicht elegant. So. Aha. Wenn das Ding hier steht, hätten wir auch weiter vorne noch was bauen können, ne? Jawohl. So. Da könnten wir auch einen Haufen Pfeile eigentlich bauen, ne? Ich sollte vielleicht mal einen Pfeil mitnehmen. Schau. Knapper, da schwimmt mein Floß an. Du Fischviech. Lass mein armes Floß in Ruhe. Ich habe keine Blanken. Stimmt, da war ja was. So. Ich komme da nichts weiter. Ganz und gar nicht komme ich hier weiter. So. Das räume ich jetzt nochmal weg. Ich glaube nicht, dass man Pfeil und Bogen jetzt in Schnelle brauchen. Das räume ich jetzt auch mal weg. Wegen Platzgründe und so, ne? Und was essen wäre jetzt gut. So, Mahlzeit. So, dann kann ich den Speer hier rüber stecken. Flossen sind auch schon bald K.O. Super. Das ist hervorragend. So, das Glas kommt noch weg. Den Schrott würde ich gerne wegtun. Aber keinen Platz. Ja. Ach, Gottchen. So. Nehmen wir halt die Planken. Ach, das ist ja komplett egal. Ob so oder so, ist ja eh schon wurscht. Habe ich hier für Klipper Platz? Ja, Gott sei Dank. So. Für die Federn habe ich noch ein bisschen Platz. Mehr geht, glaube ich, nicht. So. Okay. Stirnlampe. Kann ich jetzt herstellen. Passt. Die ist jetzt wo? Die ist jetzt hier. Kann ich die anziehen? Aha, statt Sauerstoffmaske. Nicht kombinierbar, weil wir die brauchen auch für den Kopf, oder wie? Mhm. Kann man jetzt auch schon Höhlen erforschen, oder was? Mich würde es nicht mehr wundern. Gut. Schlafen gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir tauchen gehen können. So. Guten Morgen. So. Weil da ganz unten gibt es noch genug zum Sammeln. Und ja. Das brauchen wir halt auch. So, wird schneller hell, bitte. So, ich versuche mal mein Glück. Ah, da ist er schon. Und zack. Zack. Nochmal? Geht nicht. Bin ich zu langsam, ne? Wenn ich jetzt hier ganz unten bin... Ah, auch. Bin ich... kriege ich eine auf die Gosche mal und dann... Mehr ist dann jetzt, ne? Also... Und zack. Schau. Das falsches Timing jetzt auch noch. Au. So sollte das jetzt nicht ausschauen. Mistviech. Jetzt muss ich noch fischen auch noch, oder was? Dass ich einen Haiköder bauen kann. Meh. Ah, Planke. Muss der Sturm angespült haben. Wie mir scheint.
So, hier hinten war ich ja schon, ne? Ja. Ich sollte mich beeilen, ich weiß, aber das Haifischviech nervt. Da kommt er. Da schwimmt er zumindest. Da wäre so viel zum Ernten hier. So viel Schrott. Ach, da kommt. Bei dem Viech weiß nie, kommt er jetzt oder nicht. Und. Zack. Jetzt haben wir ihn. Ich will dich pieksen. Achtung und. Zack. Jawohl, nochmal erwischt. Das ist sehr gut gewesen. Aufpassen und. Zack. Und mal hoch. Ups. Ja, war klar. So. Luft holen. Hai suchen. Aufpassen und. Zack. Ich erwische dich nochmal. Nein, doch nicht. Da kommt er jetzt wieder. Aufpassen und. Zack. Hey, das hätte. Was hätte. Alter. Das hätte jetzt aber funktionieren müssen. Nicht gut. Ich muss eh was trinken. Ist eh wurscht. So. So, zum Wohl. Ja, freilich. Das ist unglaublich, ne? Du bist ein Viech, echt. So was Nerviges. Muss ich schon mal sagen, wirklich. So. Noch ein Schlückchen. Dann schauen wir noch mal, ob wir dieses Mistviech nicht klein kriegen. Blödes Haifischviech, echt. Hä? Ah, hier. Wow. Okay, das habe ich versemmelt. Jetzt war ich nervös. Opa, jetzt bin ich bald hin. Jetzt soll ich mal Ruhe geben, ne? Ah, das ist echt nervig. Das ist richtig nervig. Warte, habe ich hier noch? Planken habe ich da. Und Kunststoff habe ich da. Da kann ich hier nochmal bauen. So. Passt. Zum Essen brauche ich dabei nichts. Platz habe ich noch genug. Ab in die Fluten. Da ist er wieder. Vielleicht haben wir das Glück, wir können ihn besiegen. Dann hätten wir wieder ein bisschen Ruhe. Er ist ja schon recht verwundert. Blödes Viech. Achtung und zack. Jawohl. Jawohl. Zweimal noch erwischt. Sehr gut. Oh, oh, oh. Jawohl. Jawohl. So muss das ausschauen. Gib mir deine Sachen. Sehr gut. Luft holen. Haken. Und auf geht's. So. Steine brauchen wir, glaube ich, nicht. Schrot ist besser. Sand und Ton. Also Ton ja noch eher, aber kein Sand mehr. Schön sammel, sammel. Wenn es ist, Erze nehmen wir auch noch gern mit. Mal kurz Luft holen. Ich muss da ein bisschen besser. Mal ein bisschen außen und rum. Schauen, ob es hier was gibt. Also ich glaube, das ist generell nicht mehr, ne? So. Schneller schwimmen wäre noch cool. Aber ich fürchte, meine Flossen sind bald im Eimer. Dann war es das mit schneller schwimmen. 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 Verstehst? Schneller schwimmen. Schneller schwimmen. So. Schneller schwimmen. Ja. Sprachfehler. So. Luft holen. Hoi.
Aha, jetzt wird es langsam wieder stürmisch. Das Meer, der Ozean. So. Das ist wieder Sand, glaube ich. Hier ist soweit nichts. Hier rüben. Steine nehme ich jetzt auch keine mit. Weil wir möchten dann ja auch weiter, ne? Ich wollte jetzt nur noch schnell schauen wegen Erze. Aber ich glaube, da ist nichts. Da rüben vielleicht noch. Aber sonst... Schaut nämlich nicht so aus, als wenn da was wäre. Hier haben wir ein bisschen Schrott. Schau, schau. Und ich glaube, jetzt können wir wieder... Was? Wer klopft denn hier? Oh, der Part ist wieder zu Ende. Ja, das war das Klopfen zum Partschluss. Und in diesem Sinne hauen wir hier wieder ab. Würde ich sagen. Ich werde mal kurz... das Segel vielleicht so drehen. Oder warte, eher so. Dass wir auch die Fässchen hier noch mitnehmen können. Ja, passt. Dann hauen wir wieder ab. Es war uns ein Vergnügen. Servus. Gut. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, es war mir auch wieder eine Freude, mit euch hier zusammen zu zocken. Das Let's Play für euch zu machen, besser gesagt. Und somit bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!